Hallo Leute, weiter geht's mit Total War Pharao. In der letzten Folge mussten wir leider Frieden machen mit dem Seti, es hatte keinen Sinn mehr. Wir haben Wir uns jedes stehen an Mal der Schwelle des Wandels. wieder aufgerieben hier gegen ihn. Außerdem kommen jetzt so langsam die Verbündeten der beiden Prätenten hier an und haben auch schon in Bohetia erobert. Unsere eine Armee war komplett, also nicht komplett zerschlagen, aber sie muss sich erholen. Das dauert auch nochmal 5, 6 Runden. Deshalb machen wir Frieden, konzentrieren uns jetzt auf den Bürgerkrieg, bleiben hoffentlich an der Macht nach dem Ende des Bürgerkriegs und müssen jetzt auch erstmal die Stadt hier zurückerobern. Nach wie vor versuchen wir Frieden noch zu machen mit den Vasallen. Wir schauen auch gleich nochmal als erstes rein. Müssen nur gucken, mit Waset dürfen wir keinen Frieden machen, weil die haben ja in Buhetsch, wie gesagt, erobert. Für den Ruhm des Pharaos. Chen Met Min. Das sind die südlich, südöstlich von dem Seti. Jedes Wort aus eurem Mund ist wahrscheinlich eine Lüge. Deal finden, 500 Steine und 1500 Nahrung. Können wir mit leben? Machen wir. Gut, wenn ihr dann endlich geht. Und Im dann Namen mal der noch Pflicht. Miam. Krieger Ägyptens. Das ist doch reine Zeitverschwendung. Ja, die geben uns 370 Bronze. Das passt doch. Na schön. Sehr gut. Jetzt müssten wir noch Krieg haben gegen die Waset, Tausret und Amemnesse, genau. Kann man das auch nach den Leuten sortieren, mit denen man Krieg hat? Nö, das geht nicht. Okay. Dann königlicher Erlass ist in Kraft. Wachstum der Oberschaft plus 2 pro Siedlung mit Kulturzentrum im Besitz. Was holen wir uns für einen Erlass als nächstes? Gold bringt uns noch nichts. Einkommen bei Zusammenbruch. Oh, das ist aber auch interessant. Selbst bei Krise kriegen wir noch 10%. Bei Zusammenbruch sogar 15%. Bei Bündnis mit kanaäischer Fraktion Holz plus 15%. Das ist interessant. Wir gucken mal, ob wir uns mit einem Kanaer verbünden können. Was für ein Bündnis meinen die? Verteidigungsbündnis oder ein komplettes Militärbündnis? Das steht hier leider nicht da, oder? Steht nur Bündnis da. Also müsste ja beides passen. Nur wenn wir uns mit denen verbünden, mit ein, dann und die werden angegriffen. Und wir sind jetzt gerade noch im Bürgerkrieg. Das lassen wir mal lieber gut sein, Leute. Für irgendwann mal, wenn wir hier unangefochten Pharao sind, dann vielleicht, dass wir uns auch weiter gen Norden ausbreiten können. Bei Bündnis mit ägyptischer Fraktion. Irgendeine ägyptische Fraktion weit im Süden oder im Westen, die weit von uns weg sind. Weil die anderen wollen uns doch alle erobern. Sohn Kanaans! Verteidigungsbündnis. Oh ne, das sieht schlecht aus hier. Und wie wär's mit dem Militärbündnis? Das sieht noch schlechter aus. Das können wir vergessen. Dann lassen wir das halt erstmal außen vor mit den Bündnissen. Militärtradition. Rekrutierungskosten minus 15% fraktionsweit. Einheit Stufe 4. Ui. Und Unterhalt ebenfalls nochmal minus 15%. Brauchen wir nicht lange überlegen. Die Militärtradition. Alter, war das laut.
Meine Güte. Shaq Lash wurden endgültig vernichtet. Amun hat einen Rang erhalten. Mein Name wird Legende sein. Ich habe keinen Dunst mehr, wo wir mit ihm hin wollten, aber so wie es ausschaut, hatten wir erstmal die Inbrunst nach oben gebracht. Aber warum? Hinterhalt für Schärden-Einheiten. Das freigeschalten auf Stufe 8. Sandwandler. Das ist wichtig, das muss bleiben. Mit Schaueinheiten, die werden ja nach wie vor unsere Hauptgruppe sein, dann gehen wir hier mal noch ein bisschen hoch auf die Präsenz. Eigenschaft ehrgeizig ist er geworden. Erhalten durch das Verbringen einer Runde in Marschstellung oder durch das Erleiden von Verlusten durch Verschleiß, alles klar. In Juno wurde in den Außenposten geplündert, ja, hier von diesen Vasallen, Wasset-Truppen. Der, glaube ich, war's. Dann hat man das alles. Den Hof müssen wir uns natürlich angucken. Staunt, denn mein Hof weckt den Neid der ganzen Welt. Da bringen wir das Attentat gegen Amemnesse voran. Reden wir doch mal mit der... Ausritt. Ich muss sagen, ich bewundere eure Strategie im Umgang mit dem Hof. Konspirieren. Die Gebildeten sollten stets zusammenarbeiten. Wisst ihr was? Ich sehe noch nicht den Vorteil, dass unser General hier den Posten hat. Der mächtige Pharao Ramses III. Erkläre diesen Hof für eröffnet. Ach so, wir bekommen das alles, oder wie? Ich glaube, wir bekommen auch die 14 Legitimationen. Besucht heilige ägyptische Länder mit Tempeln für Gold. Müssen wir mal ausprobieren. Ist irgendwas ausgelaufen? Wieso machen wir so viel Bronze minus? Ja, ich weiß, Nickel fällt halt noch, aber das kann doch nicht nur an Nickel liegen. Okay, wir haben jetzt fast 3 Fullstack-Armeen. Vielleicht liegt es ja auch daran. Niemand kann jetzt noch an mir zweifeln. Wir müssen mal gucken, mit wem wir jetzt noch handeln. Wir handeln mit niemandem Bronze. Das ist krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aha. Na, dann hat man natürlich ein Bronzeproblem. Wir brauchen Bronze. So wird ein Schuh draus. Was können wir noch... Ja, wir sind schon ganz schön am Limit jetzt hier, was das Handeln angeht. Selbst von der Nahrung her, rechnet das mal hoch. Wir würden jetzt noch 15 Runden ausreihen, also durchhalten mit der Nahrung. Dann wären wir nahrungsfrei. Also dann wären wir, wie sagt man, dann hätten wir eine Hungersnot, genau. Scheibenkleister. Hier können wir noch ein bisschen Nahrung generieren.
machen wir. Ja, Pet P und Orgem. Ob wir da überhaupt noch was bauen wollen, ist die große Frage. Eigentlich schon. In Orgem können wir schon noch was bauen. Pet P eigentlich auch. Weil wir werden die doch jetzt packen dort. Arbeiterschaft ist ordentlich vorhanden. Juno ist ein Außenposten beschädigt worden. Ja, wissen wir. Den reparieren wir. In Nefer kann was gebaut werden. Und in Orgem ebenso. Da warten wir aber noch mal ein bisschen ab. Dann können wir uns jetzt den Bau hier von Außenposten noch kümmern. Die sind beide zerstört worden hier. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine, mein Name geht in die Legenden ein. Eine Zwischenstation. Dann würde ich sagen, bauen wir eine Festung. Ah, einen Beobachtungsposten. Und noch eine Handelsstation. Kümmern wir uns um die Generäle. Er wird sicherlich hier noch verweilen Krieger müssen. Krieger Ägyptens! Ja, das dauert noch eine ganze Weile. Wäre schön, ich, wenn du diene Ägypten zu dem Handelsposten kämst. Interagieren hält die Armee die Gebietseffekte der Gottheit. Ja. Ich habe bloß gerade mal geschaut, ob wir das halt von das dem ruft mich, Rufposten ich bekommen antworten. Hier. Hohepriester des Amun. Ich schmiede mein Schicksal. Ich steht das noch neben dem Gold? Begrenzt. Keine Ahnung, wenn das einer von euch weiß, wie das funktioniert hier. Besucht heilige ägyptische Länder mit Tempeln für Gold. Hm. Ramses. Hier müssen wir erstmal, ihr wisst, die Festung knacken. Sehen die Garnisonsstärke halt überhaupt nicht. Auserwählter des Re. Was nützt nichts, wir müssen zuerst die angreifen. Wobei, die sind gerade geschwächt. Wir können's uns ja mal angucken. Bloß mal anschauen. Zu. In die glorreiche Schlacht! Hier gibt's gar keine. Die sind komplett am Boden. Haben auch keine Mauern. Ja, dann macht's mal gut. Der Ruhm ist mein. Da habt ihr euch sowas von mit dem Falschen angelegt. Wow, 4 ägyptische Legitimation gab das. Das ist natürlich nur temporär, aber trotzdem. 4 ist viel. Wir besetzen das Ganze. Dies wird Teil eines neuen Reiches. Und Indu Hedge ist wieder uns. Sehr fein. Gleich mal auf Stufe 4 bringen. Grenzenloser Ehrgeiz! Dann verweilt ihr mal bitte in Indu Hedge. Schwester. Und mein Name wird Legende sein. Ihr werdet nochmal rekrutieren. 1, 2, 3, 4. Die haben noch gar keine. Stärke ist alles, was zählt. Streitwagen.
Stufe 4, Stufe 3. Ja, wenn dann richtig, Stufe 4. Schließt euch mir an, Krieger! Bestrebung aufgeben. Das schaffen wir nicht mehr in 8 Runden, diese Leti einzunehmen, zu vernichten. Königlicher Alastis in Kraft. Achso, das ist ja die Forschung sozusagen. Den Buhetsch ist wieder uns. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube, nein. Können wir die Runde beenden? Ging doch rucki zucki. Wo ist die denn hergekommen mit ihren. Mit ihrer Fullstack Army? Ja, und da kommt gleich noch eine halbe hinterher. Am Nesse ist angekommen. Das sind zwar alles Stufe 1 Einheiten, aber gegen die angeschlagene Siedlung hier keine Chance. Ich lach bloß gerade. Gut, dass wir in Petpena was gebaut haben. Das kannst du echt vergessen unten, die ganzen Gebiete, Mann. Und gut, dass wir mit dem Seti Frieden geschlossen haben. Oh Gott, Leute. Wir müssen Rakotis mit auf unsere Seite bringen. Das sind 3 Fullstack-Armies. Mit der Tausred zusammen. Da wird es mir aber anders. Und eine Armee ist komplett. Ist komplett abgeschnitten von uns in Orgem. Ja. Wir bieten uns einen Nicht-Angriffspakt, wenn wir den 800 Bronze überlassen. Wir können uns keinen Krieg da oben leisten mit denen. Wir müssen es annehmen. Auch wenn wir das nur widerwillig tun. Die Berche war ebenfalls nicht angriffspackt. Wollen ein bisschen Holz dafür. Machen wir gern. Ja, ist schon krass, wie uns dieser Bürgerkrieg hier komplett zwischengefunkt hat in unserer Taktik. Wir werden in Buhetsch. Oh, die Seevölker landen bei Ashkelon, das ist auch eine Säule der Zivilisation. Wir werden in Buhetsch dem Rakotis geben und mit dem Rakotis ein Bündnis anstreben. Das ist uns zu gefährlich hier mit diesen 3 Fullstack-Armeen in unserem Gebiet. Dürre in der westlichen Tiefebene. Nicht bei uns. Fraktion Abetschu wurde vernichtet. Ja, PP. Wurde ausgeraubt. Ich am liebsten verziehen hier. Wenn die zu dritt kommen, haben wir hier keine Chance. Gibt es hier Zwischenstationen? Kommen wir da hin?
Ja, kommen wir. Dann noch ein Stück weiter. Schnell, schnell. Ich bin unerreicht. Die Beine in die Hand. Rückzug. Einzeln sehen wir keine Schnitte mehr. Voran! Sehr schön. Hofaktion. Der göttliche Pharao von Ägypten heißt euch am königlichen Hof willkommen. Vizekönig von Kusch ist weg. Mhm. Tausrat hat man gerade geredet. Versuchen wir hier nochmal zu konspirieren. Ich wusste, dass ich auf die Vernunft eines anderen Ägypters setzen kann. Sehr schön. Ups, falsche Taste. Und jetzt wollen wir ja Rakotis auf unsere Seite bringen. Du hast gebraucht, Rakotis. Wenn dann richtig ein Militärbündnis. Ich werde mein Volk vereinen. Da ist er. Für den Ruhm des Pharaos! Was für eine Vereinbarung schwebt euch vor? Wir haben schon Tauschabkommen mit dir. Nicht Angriffspakt. Er will Pet P, du kriegst Pet P und bist, kämpfst jetzt an unserer Seite in diesem Bürgerkrieg. Wir schwören dich ein, Rakotis. So soll es sein. Bitte zu Sachmet. So. Krieg beitreten. Amemnesse. Und Tausret. Den Krieg erklären. So, wir... War das Miam? Jetzt. Wir haben ein Militärbündnis. Du musst uns jetzt helfen. Wir haben dir Pet Pay gegeben. Wenn die Mechanik so nicht funktioniert. Ich dreh durch, Leute. Ich dreh echt durch. Wir geben ihm mal eine Runde Zeit. Der wird schon uns nicht enttäuschen. So, mal gucken. Ja, die kommen. Ziemlich dreist von euch. Bis dahin, die kommen bis dahin. Die Götter werden über mein Schicksal entscheiden. Die können sich auch in die Richtung bewegen. Wir werden auch in Buhetsch fallen lassen müssen. Es nützt nichts. Es geht mir gegen den Strich. Keine Frage, aber es hat keinen Sinn. Brechen das ab. Das sind nur verschwendete Ressourcen. Ägyptens Ruhm. Wir müssen uns anschauen, was die hier, was das für eine Armee ist, und dann müssen wir noch irgendwas bauen. In Buhetsch wird überhaupt nichts mehr gebaut. Nurzina, ihr. Ja, da warten wir noch. Juno, das kann aufgewertet werden. Machen wir. Das war's. Dann können wir uns schon hier um unsere Generäle kümmern. Also. Ich lasse mich nicht vom Weg abbringen. Was hast du denn hier? Stufe 3 Einheiten. Wir kommen nach Juno von den Göttern. Mit Ramses. Man wird sich an mich erinnern. Können wir die Tausrit angreifen. Da fackeln wir auch nicht lang, wir greifen die an. Da sehen wir das erste Mal eine Seeschlacht, aber wenn ich mich recht entsinne, ist das ja bei Total War so gemacht, dass man dann ganz normale Landschlacht hat. Kann mir auch nicht vor. Ja, wir hätten müssen mit denen natürlich auch mal wieder eine Handelsposten besuchen müssen, aber es ist ein bisschen untergegangen. War ja viel, viel zu tun in den letzten Folgen. Also. Hier rein, hier sind wir schon davon gerannt und danach dann mit Ramses nach Juno. Zu großem bestimmt. Ich kämpfe für Ägypten. Ich werde mich beweisen.
Wow, besteht ja fast nur aus Bogenschützen, die Truppe. Wir sollten aber eigentlich überlegen sein. Wir machen es manuell. Katmaischer Sieg. Also ein Pyrosieg. Stufe 9 General. Wir sind halt sehr erfahren, die Einheiten. Unsere überhaupt nicht. Das ist ja unsere dritte Armee. Na gut, hier oben sind auch schon ein paar erfahren, aber der untere Teil überhaupt nicht. Ja, ganz normale Landschlacht. Gluthitze. Da warten wir das erste Mal. Was, keine Wetteränderung, wir warten trotzdem mal. Weil wir werden ja wahrscheinlich angreifen. Scheibenkleister. Schon wieder keine Wetteränderung. Der wird halt mit seinen Bogenschützen belenkeln. Ha! Alles richtig gemacht. Trocken. Diese Narren haben keine Chance. Wir müssen ja nah ran. Halt. Mit den Scherdenräubern haben wir auch eine ganz schöne Fernkampfstreitmacht. Wir reden es uns schön. Fast Mut, Männer! Der Sieg erwartet uns! Wenn wir von hier oben kommen, fände ich gar nicht mal so schlecht. Das wird die dritte Truppe. Und dann haben wir natürlich noch unsere... Ach, die haben gar keine Fernkampfwaffen hier. Dann haben wir natürlich noch unsere Nahkämpfer. Die nehmen wir einfach so zusammen. Wir werden die dann hier dahinter aufstellen. Also unser Ziel ist es halt, warum ihr euch fragt, warum ich mich hier so positioniere, vom Hügel runterzukommen. Also hier hochzukommen und dann, dass er halt den Anstieg hat. Ich glaube zwar nicht ganz, dass das gelingen wird, weil die sind ja auch sehr schnell unterwegs, die KI-Truppen. Starten wir? Irgendwas vergessen noch? Oh ja, Strong 1. So. Auf geht's. Söhne Ägyptens! Die Götter werden uns zum Sieg führen! Marschiert weiter! Oh, die haben vergessen, hier mit reinzunehmen. Infanterie in Bewegung! Vorrücken! Auf geht's. Ich habe bereits Schlimmeres bekämpft als diese Hunde. Speere! Soldaten, bewegt euch! Sie lassen echt ab hier. Sie ziehen das nicht durch, hätte ich nicht gedacht. An mich wird man sich erinnern. Dafür haben wir trainiert. Voran! Streitwagen, vorwärts! Wir nehmen die Axtkämpfer noch mit rein. In die 1. Auf, au. Gibt es eigentlich sowas wie gespreadet aufstellen? Nee, gibt's nicht. Gab's in manchen in manchen Total War Teilen, dass man seine
Armee halt so aufstellen kann, dass die feindlichen Fernkämpfer weniger Chancen haben zu treffen. Formation. Ja gut, das machen wir ja manuell schon. Nahkampfeinheiten vorne, Geschosseinheiten vorne. Wenn er so stehen bleibt, habt ihr eine schöne... Wir enttäuschen den Pharao nicht. Ja, sind wir im Vorteil. Infanterie in Bewegung! Soldaten, bewegt euch! In Position! Schießt sie nieder! Wir haben die größere Reichweite. Die haben auch eine ganz schöne Reichweite. Da geht schon der erste Pfeilhagel auf uns hernieder. Die haben ja nicht wirklich viel Munition, glaube ich, hier. Schadenräuber. Natürlich eine ganz kurze Reichweite, die Schattenräuber. Das ist ein Nachteil, den wir hier haben. Die werden uns auch nicht den Gefallen tun und uns angreifen, oder? Also sie kommen näher. Wir schicken die Schattenräuber mal vor. Zeigt es ihnen! Soldaten, bewegt euch! Ich kenne keine Furcht! Wir treffen ins Ziel! Ja, die kassieren schon ganz schön. Wurfspeere! Söhne Ägyptens! Wir zielen perfekt! Pfeile, los! Alter Schwede, die gehen drauf. Schon. Aber unsere Schertenräuber halt kassieren auch übelst. Stärke ist Macht. Ich glaube, wir haben sie sauer gemacht. Ja, weich zurück, das ist okay. Alles im grünen Bereich noch, ja. Kommt schon auf die da. Wo ist unser Pharao? So soll es sein. Geh mal ein bisschen mittig, bitte. In Bewegung setzen! Schwertkämpfer! Bogenschützen, Feuer! Es wäre so cool, endlich Kavallerie zu haben. Pfeile, los! Tötet sie alle! Söhne Ägyptens! Vorwärts! Schwerkämpfer! Steht bereit! Marschiert weiter! Gebt niemals auf! Ja, opfert euch mal ein bisschen, ihr Scherben. Räuber. Zeigt es ihnen! Gibt's welche, die noch gar nicht im Kampf sind? Schwerkämpfer! Speere bereit! Schießt sie ab! Spezialfähigkeiten von unserem Pharao. Zieht weiter! Hat er irgendwas Cooles? Es gibt keine Hoffnung mehr! Es gibt immer Hoffnung! Rechte Flanke ist uns! Rückt vor, ihr Bogenschützen!
Soldaten, bewegt euch! Vorwärts! Vergießt Blut! Pfeile, los! Ich kenne keine Furcht! Und in den Rücken. Tötet sie alle! Vorwärts! Schützen! Feuer! Rechte Flanke ist easy gewonnen worden von uns. Die Bogenschützen feuern auf den ihrer Bogenschützen. Infanterie unterwegs! Die Infanterie ist auch schon dran, aber... Ja, das ist noch nicht so das Gelbe vom Ei. Auf. Weiter marschieren! Pfeile, los! Und ihr kommt mal von hinten Feuer. Da an die ran. Die haben sich wieder konsolidiert. Das ist nicht gut. Gebt niemals auf! Wir marschieren! Bleibt nicht stehen, kommt ran! Hoffentlich begräbt der Sand. Jawohl! Ran hier an die Gegner. Schertenräuber sind jetzt auch durch. Sehr gut, die Schlacht sieht sehr, sehr gut aus für uns, Leute. Das wird mal wieder eine übelst lange Folge. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier so ein Projekt zu machen. Wir ziehen das jetzt hier durch. Axtkrieger! Stärke ist Macht! Jetzt zieht euch mal raus, nicht, dass ihr aufgelöst werdet. Stets bereit! Hier ebenfalls weg. Ich treffe immer! Ich bin genau, und hier... Schießt ihr auf die fliehenden Truppen. Brauchen die Bogenschützen da drüben. Gebt niemals auf! Ja, die haben keine Munition mehr. Die haben nur noch ein bisschen Munition. Vorwärts! Wurfspeere! Zielt auf ihre Herzen! Schießt sie ab! Wo ist unser... Hier. Einverstanden! Auf! Pharao! Du hast noch Munition, du kannst noch schießen. Weiter. Schön aufrauben. Aufreiben die Truppen, denn ihr General lebt noch. Angriff! Speere! Schützen! Feuer! Ich muss nur mal durchatmen. Es sind noch mal ein paar Feuer. Bogenschützen zurückgekommen. Die Metzschei-Stürmer ziehen wir auch zurück. Verdunkelt den Himmel! Vorwärts. Auf Lieder. Ja. Wir könnten es beenden, aber... Ihr wisst, wir wollen noch so viel Schaden, wie es nur irgendwie geht, machen. Schön wäre es, wenn wir den General noch erwischen würden. Streitwagenlenker, vorwärts! Jagt sie! Kein Erbarmen, da rennen sie davon. Der Sieg stand nie in Frage. Einfach durchreiten. Vorwärts, los. Macht so viel Schaden, wie es noch irgendwie geht. Und jetzt hier an dem General festmachen, festbeißen. Wird mal auf zu verfolgen. Vergießt Blut! Sie sind zu stark! Ich werde hier nicht sterben. Warte mal, zwei Leute Schützen. Niedergemäht da. Nehmt die Geschwindigkeit mal hoch. Trefft ihr den nicht? Doch, jetzt. Sein, dass der hier lebend davon kommt. Sieben Leute noch. Ja, ich glaube, ist er. Ach, wir haben den aus den Augen verloren. Das gibt's doch nicht. Los, nur noch drei übrig.
Feuer frei. Jetzt die Munition alle. Dann könnte in den Nahkampf gehen. Ja, ja. Jawoll. Also weg. Sehr gut. Fest beenden. Entscheidender Sieg. Admaischer Sieg. Dass ich nicht lache hier. Verluste gerade mal. Der Gegner hat 1300 verloren. Ja, ich befürchte, wir haben sie nicht komplett aufgerieben. Ich bin unerreicht! Gab es ordentlich Erfahrung dazu. Bronze kann man auch gut gebrauchen. Und wir gönnen uns hier da was für die Schatzkammer. Vertreibt sie! Ich liebe es, auf dem Nil zu reisen. Anscheinend doch komplett vernichtet. Sehr schön. Mein Name wird Legende sein. Bereitet meinen Kampfplatz vor. Zwischenstation. Gibt es denn hier eine Handelsstation? Kann er nicht sein. Hier hinten, oder? Nö. Das müssen wir nochmal üben, Saadu. Mit dem Verteilen der Handelsstation. Hier gibt's weit und breit keine Handelsstation. Das geht mir ja überhaupt nicht auf den Zeiger. Schrein des Ptah. Monument, glaube ich. Handelsposten da. Ach, weil wir an Land sind. Nee, weil wir auf dem Meer sind. An Land gehen! Holt euch mal die Zwischenstation wenigstens. Keine Bewegungspunkte mehr, okay. Kommst das du noch Schicksal irgendwo hin? Ruft mich und ich werde antworten. Ja, du musst erstmal deine Truppen noch wieder auffüllen. Er zieht sich zurück. Hier dauert es noch eine Runde. Drei Arbeiterschaft, das ist okay. Sukkot. Ich glaube, wir hatten hier noch irgendwas freigelassen. Für einen Schmugglermarkt. Nö, für einen Schmugglermarkt, genau. Ja. Gönnen wir uns. Nö, gönnen wir uns nicht. Die Arbeiterschaft brauchen wir dann hier für den Bezirk der Bronzearbeiter. Das müssen wir sparen, dass Nickel wieder nach oben kommt. Schaut mal, was das ausmacht. 149 jetzt. Wodurch eigentlich? Frage ich mich gerade. Hä? Wir haben keine Armee in den Handelsposten gebracht, ne, wer weiß. Beenden wir die Runde, jawohl. Wow, 45 Minuten Folge. Ja, war klar, in Buhetsch fällt. Ich bin gespannt, was Rakotis macht. Ob die jetzt automatisch den Krieg erklären. Wenn nicht, haben wir die Brille auf. Die werden ja verpflichtet dazu, weil sie sind unsere Verbündeten. Es kommen immer mehr Truppen. Der mit seinen Armeen rum. Hat auch ganz schön Truppen.
Terrakottis-Typ überhaupt Krieg? Sieht mir fast nicht danach aus. Dann machen wir dich mächtig und schenken dir Pet P. Dann sowas. Waset, die wollen Frieden. Können wir machen. Geben uns sogar ein bisschen Nahrung. Wie weit die weg sind, Ashkelon, von ihrer Heimat. Jetzt rennt die wieder zurück, also ist mir wirklich schleierhaft, was die KI davor hat. Genauso Megiddo mit seinen Truppen. Die rennen auch schon seit 20 Runden hier quer. Von Ost nach West, von West nach Ost. Beersheba. Oh, Ashkelon. Säule der Zivilisation komplett niedergebrannt. Ach, du grüne Neune. Die Götter segnen mich. Schon sind wir in der Krise. Also im Zusammenbruch sogar. Komplett vernichtet, Ashkelon. Sind hier im Norden. Wir haben keinerlei Truppen da. Aber das. Die Seevölker. Also dieses Seevolk, das ist ja darauf aus, Säulen der Zivilisation zu vernichten oder Armeen, da wir hier beides oben im Norden nicht haben. Hoffen wir noch mal, dass die uns in Ruhe lassen werden. Gut, jetzt gucken wir noch mal schnell in die Diplomatie rein, ob Rakotis denen dann einen Krieg erklärt hat. Krieger Ägyptens! Nö, hat er nicht. Doch, hat er doch. Sehr gut. Nee, stopp mal. Das sind ja wir hier. Hat er überhaupt nicht. Erklär den doch mal den Krieg, zusammen Mensch. Können wir Großes leisten. Ich weiß es. Anscheinend muss man vorher das Militärbündnis haben. Da könnten wir sogar einen Deal finden, indem wir dem Orgem geben. wartet mal. Also wenn wir das schon machen, dann versuchen wir... Also wir machen das jetzt nicht erst in der nächsten Folge, aber wir können es ja mal uns anschauen. Was ist denn die Tausret? Wow. Das lehnt er ab. Weil die richtig viele Verbündete hat wahrscheinlich. Also können wir mal im Hinterkopf behalten für die nächste Folge. Gegen den Amemnesse würde uns helfen, aber er will halt Orgem haben. Orgem ist ohnehin verloren. Scheibenkleister. Naja. Wir lassen uns überraschen. Wollte der Inbu Hedge oder Orgem haben? Ich weiß es nicht mehr. Wir lassen uns überraschen. Also logischer wäre es natürlich, dass er Inbu Hedge bekommt. Wie gesagt, wir lassen uns überraschen und werden sehen, was wir machen in der nächsten Folge, Leute. Denkt dran, Däumchen nach oben, was in die Kommentare und ganz wichtig, lasst ein Abo da. Motivation ohne Ende für den YouTuber. Könnt ihr mir glauben, ohne Witz. Wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge. Total War Pharao. Bis dahin, bye bye. Euer Sahadun.